So, hallo. Das Stück, das wir euch jetzt präsentieren, mitten unter uns, ist ursprünglich konzipiert für Regensburger Schulen. Es will den SchülerInnen zeigen, wie das Leben in den Ankerzentren mitten in unserer Stadt ist. Genauer, das Leben mit dem Ankerzentrum in der Zeissstraße 1. Die SchülerInnen sollen die kleinen Schauspielszenen, die wir dann sehen werden, nach einer kurzen Probe selbst spielen, weswegen diese recht einfach gehalten sind. Uns würde vor allem interessieren, was ihr von der Idee, das Stück an Schulen zu spielen, denkt und was ihr vielleicht verändern würdet. Ihr könnt uns dazu dann am Ende in einer kleinen Schlussdiskussion auch gerne euer Feedback geben. Für die Erarbeitung des Stücks wurden neben Unterstützer und FunktionsträgerInnen vor allem Asylsuchende befragt, die dort eben vor Ort wohnen müssen. Sie werden hier ausführlich zu Wort kommen. Als Rahmenhandlung verwenden wir typische, nur unwesentlich abgewandelte Fälle der jüngsten Vergangenheit. Über einige Geschehnisse wurde sogar in den Medien berichtet. Der Text der Mutter wurde von uns verfasst, unter Verwendung von Aussagen Schutzsuchender. Unsere Aufführung hat zwei Teile. Zuerst spielen wir das Stück und dann im zweiten Teil nach der Pause wollen wir mittels Forum Theater nach menschlichen Lösungen suchen. Unsere erste Szene spielt am Eingang zum Ankerzentrum in der Zeissstraße. So sieht es dort aus. Der Eingang ist eine Schleuse mit zwei Türen. Die Security öffnet zuerst die erste Tür und erst nach Angabe eines Grundes, den die Security akzeptieren muss, wird die zweite Tür geöffnet. Einfach jemanden zu besuchen zu wollen, wird als Grund nicht akzeptiert, wie das Mädchen in unserer ersten Szene erleben muss. Hallo! Guten Tag! Was willst du? Ich möchte die Ayana besuchen. Wen? Die Ayana. Sie geht in meine Klasse. Sie hat gesagt, dass sie im Ankerzentrum wohnt. Oft geht es ihr nicht so gut und sie kann nicht in die Schule kommen. Heute war sie auch nicht da und deswegen wollte ich sie mal besuchen und ihr die Hausaufgaben bringen. Du kannst sie nicht rein. Kann sie nicht besuchen? Nee, das geht nicht. Aber warum denn nicht? Es geht halt nicht, jetzt geh. Ich bin eine Mutter aus dem Ankerzentrum. Ich habe zwei Kinder. Meine Tochter ist 11 Jahre alt und mein Sohn 16. Sie heißen Ayana und Tae. Mein lieber Mann ist auch bei uns. Das ist ein großes Glück. Viele Familien wurden bei der Flucht getrennt. Manchmal starben die Kinder, manchmal die Eltern. Und manchmal hat sich die Familie bei der Flucht verloren. Lebt der Papa noch? Leben die Kinder noch? Das muss schrecklich sein. Meine größte Angst ist, dass unsere Familie nicht mehr beisammen ist. Das ist auch Ayanas größte Angst. Sie hört sofort, wenn nachts die Polizei kommt. Mama, Papa, Tae, seid ihr noch da? Und dann kann sie nur noch weinen. Die Polizei kommt oft. So steht es im deutschen Grundgesetz, das dieses Jahr 70 Jahre alt wurde. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Viele geflüchtete Familien genießen diesen besonderen Schutz leider nicht. Eltern und Kinder sehen sich oft jahrelang nicht, weil Deutschland den Familiennachzug sehr erschwert und teilweise sogar ganz aussetzt. Auch in Deutschland selbst
werden schutzsuchende Familien häufig getrennt. When I was in the camp, I've got my asylum question within 1 week and it was rejected. I give my appeal to the court. I was not allowed to work or to learn. So we have a lot of stress. I'm thinking about my family, about my future life. How can I live with all these problems? Wir kommen aus Äthiopien, einem Land in Ostafrika. Wir waren Bauern. Bei uns herrschen Dürre und Not, Gewalt und Angst. Die Regierung tat nichts für uns. Sie foltert und sperrt Menschen ein, einfach so. Einige, die mehr Bücher gelesen haben als wir, sagen, Schuld an Dürre und Not ist der Klimawandel. Und Hauptschuld am Klimawandel sind die reichen Länder, weil sie so viel Kohle und Öl verbrennen. Aber davon verstehen wir nichts. Wir wollen nur ein sicheres Leben für unsere Kinder. Alle Eltern wollen das. Deshalb sind wir fortgegangen. Leider gibt es sehr viele Gründe, warum Menschen fliehen müssen. Kriege, Folter, Armut und auch der Klimawandel. Und der Westen profitiert. Er liefert unter anderem die Waffen. Auch Deutschland liefert Waffen. I already thought about leaving the camp. How can you live under those conditions? All the time the police come to terrorize us. I thought about moving inside Europe. 6 months, 4 months in Italy, France, Belgium. Because Germany don't want refugees this time. They only work for the media. They play a mind game. People come by sea. Germany will talk about human rights and protection. But the main cause for displacement, for example in Syria, are their weapons. Die Überfahrt über das Mittelmeer mit einem Schlauchboot war schlimm. Doch Libyen war schlimmer. Versklavung und Vergewaltigung drohte uns dort. Schläge und auch der Tod. Vor der Überfahrt haben wir unsere Namen in die Kleidung eingenäht, damit wir nicht vergessen werden, wenn wir sterben. Uns retteten Menschen, die mit einem Schiff das Meer absuchen, nach Fliehenden wie uns. Ich habe gehört, dass die das nicht mehr dürfen, dafür sogar bestraft werden. Viele wie wir werden jetzt ertrinken. Das Schiff brachte uns nach Italien, aber dort gab es keinen Platz für uns. Wir lebten auf der Straße und schliefen unter Brücken. Deshalb zogen wir nach Deutschland. Deutschland ist reich, Deutschland hat Gesetze. Deutschland will bestimmt Menschen, die einfach nur arbeiten wollen und ihre Kinder gut erziehen, dachten wir. Viele glauben, die meisten Schutzsuchenden werden von den reichen Ländern aufgenommen. Aber das stimmt nicht. Die allermeisten fliehen in ein anderes, armes Land in der Nähe. Nur ein kleiner Teil schafft es noch Europa und Deutschland. In Deutschland zum Beispiel kommen auf 1000 Deutsche nur rund 12 Geflüchtete. Im kleinen Land Libanon dagegen, dessen Pro-Kopf-Einkommen weit unter dem Deutschlands liegt, sind es 164 Geflüchtete auf 1000 Einwohner. Trotzdem sind die Bedingungen für Geflüchtete in Deutschland denkbar schlecht. At least you are alive. The positive thing is that you're alive.
But the system kills you. They kill your mind, your heart, your feelings. Germany is not good. They play a mind game. They know how to make people suffer. Not directly, but indirectly. If you stay long here, you will get mental problems. Jetzt sind wir schon seit vielen Monaten hier im Camp, wie wir das Lager nennen. Sie nennen es Ankerzentrum. Anker ist etwas, wo man bleiben kann, wo man sicher ist, weil einen der Anker hält. Aber uns wollen sie abschieben. Wir haben keine Bleibeperspektive, sagen sie. Wir müssen zurück nach Italien, sagen sie, weil wir da nach Europa kamen. Sie glauben uns nicht, dass wir dort unter Brücken schlafen mussten. Sie interessiert es nicht, dass wir dort kein Leben hatten. Sie sagen, Vorschrift ist Vorschrift, Gesetz ist Gesetz. Aber ist das Recht auf Leben nicht auch ein Gesetz? Wir leben seit vielen Monaten mitten unter euch und sind doch fast so weit weg wie in Afrika. Wir leben mitten unter euch, aber im Vergleich zu euch leben wir in einem anderen Land. In einem Land, wo Menschen nicht essen dürfen, was sie wollen, wo sie weniger Rechte haben, wo sie um einen Arzt betteln müssen, wo Menschen nicht arbeiten dürfen, obwohl sie entsetzlich arm sind, wo sie keinen Besuch bekommen dürfen, wo fast jeden Tag die Polizei kommt und Menschen an einen Ort bringt, wo sie nicht sein wollen. Deutschland ist für uns ein Land, in dem unsere Kinder leiden. Anker steht für Ankunft, Erfassung und vor allem Rückführung. Also das genaue Gegenteil von Asyl. Alle Schutzsuchenden müssen zuerst ins Ankerzentrum und dort Asyl beantragen. Allerdings werden die Anträge oft pauschal abgelehnt, weil die Geflüchteten aus einem angeblich sicheren Herkunftsland stammen. Vielen wird auch einfach mitgeteilt, dass Deutschland nicht für ihren Asylantrag zuständig ist. Aufgrund der sogenannten Dublin-Verordnung müssen sie Asyl in dem europäischen Land beantragen, das sie zuerst betreten haben. Oft werden sie deswegen nach Italien geschickt. Um Abschiebungen zu erleichtern, sind Ankerzentren zudem so angelegt, dass Integration weitgehend verhindert wird. I feel like a prisoner. I don't feel good living in the Anker. I don't see any positive aspects in living in the Anker. This place is frustrating. How can you be happy in a deportation center? There's no positive side in the Anker. The negative things start by the name. It's a deportation center. You feel all the time as deportee. And also the treatment is not fine. You don't feel like living in Germany. It's like third world. In der nächsten Szene sind wir in einem Containerzimmer im Ankerzentrum. Zusammengepfercht auf engstem Raum sind Streit und Frustration kaum vermeidbar. Ayana hier hinten versucht Schularbeiten zu machen, während ihr Bruder Taye Sport machen möchte. Kannst du das nicht woanders machen? Wo denn? Im Hof. Aber es regnet doch. Auf dem Bett. Ich lieg den ganzen Tag auf dem Bett. Aber so kann ich keine Hausaufgaben machen. Du kannst wenigstens jeden Tag in die Schule gehen. Aber ich kann fast gar nichts machen. Geh halt du aufs Bett.
Aber da kann ich nicht schreiben. Ich muss Sport machen, sonst werde ich verrückt. Aber ich muss meine Hausaufgaben machen. Oh Mann. Jetzt wein doch nicht. Ja, wir wohnen in einem Container. Alle vier in einem Zimmer. Vier Betten, ein kleiner, schmaler Schrank für uns alle. Kaum einen Meter Platz zum Durchgehen. Mit Containern werden normalerweise Sachen transportiert. Jetzt lebt unsere Familie darin. Die Container stehen zusammen mit vielen anderen gestapelt in einem Hof. Es ist der Hof einer ehemaligen Kaserne. Ein großes Gebäude auf dem Gelände steht leer, aber wir müssen trotzdem in dem engen Container bleiben. Sie wollen nicht, dass wir es bequem haben, dass es uns gut geht. Sie wollen, dass wir von selber wieder gehen, damit sie uns nicht abschieben müssen. Morgens ganz früh stehen wir auf. Wir schauen, dass wir vor den anderen in den Waschraum kommen. Es gibt kein fließendes Wasser in unserem Containerzimmer, kein Klo, kein Bad. Es gibt nur einen Waschraum mit Duschen und Klos für alle. Weil alle dorthin müssen, ist es dort schnell schmutzig und stinkt. Danach gehen wir in den Speisesaal. Wir bekommen von dem neuen Essen oft Bauchweh. Ich glaube aber, dass auch Deutsche von dem Essen Bauchweh bekommen, das wir jeden Tag im Camp haben. Wir essen, um zu überleben, nicht weil es uns schmeckt. Danach geht Ayana zur Schule. Wir sind so froh, dass sie hier in eine normale Schule gehen darf. In anderen Ankerzentren dürfen Kinder das nicht. Da gibt es nur Unterricht im Camp. Die Kinder kommen da fast nie raus und lernen keine Deutschen kennen. Den ganzen weiteren Tag sitzen wir einfach nur rum. Wir können fast nichts tun, nur etwas Wäsche waschen. Wir können nicht einmal Fernsehen, da wir keinen Fernseher haben dürfen. Es gibt auch kein Internet. Nur ganz nah am Behördenhaus gibt es etwas Empfang und im obersten Stock vom Haus der Männer. Da sitzen dann viele und versuchen, mit ihrem Handy Nachrichten von zu Hause zu bekommen. Natürlich gibt es da keine Privatheit. Wenn du mit jemandem sprichst, können alle mithören. Privatheit ist etwas, das wir sehr vermissen. Die Security kann einfach in unsere Zimmer kommen, auch in den Ferien. Und darf alles untersuchen. 5-mal am Tag, wenn sie will. Mittags gehen wir wieder in den Speisesaal. Für das Abendessen geben sie uns Lebensmittel mit. Wir versuchen dann, selbst zu kochen. Das ist aber schwierig, denn es gibt nur einen Herd pro Gang für Dutzende Leute. Im Containerzimmer können wir nicht kochen, denn dort dürfen wir keinen Herd haben. Auch keinen Kühlschrank und keinen Wasserkocher. Alles, was für andere Menschen normal ist, ist für uns verboten. Im Winter lagern wir manchmal Lebensmittel am Fenster. Im Sommer gehen wir jeden Tag einkaufen, falls wir Geld haben, um Milch zu besorgen. Nur im Gang gibt es einen einzigen Kühlschrank für alle Leute. Der reicht natürlich nicht. Im Sommer ist es im Container oft stickig heiß. Aber wir dürfen keine Ventilatoren aufstellen. Wir dürfen überhaupt keine elektrischen Sachen im Zimmer haben. Die Security sagt, das ist wegen unserer Sicherheit, damit nichts zu brennen anfängt. Aber wenn den Deutschen unsere Sicherheit so wichtig ist, warum schieben sie uns dann in Länder ab, wo wir in Lebensgefahr sind? Dann, nach dem Abendessen, beginnt die schlimmste Zeit, die Nacht.
ob die Polizei heute wiederkommt? Inside, it's just like any other day. It's almost the same life every day, morning to night, you know? Morning, breakfast, afternoon, lunch. There is no TV to watch, nothing to do. Same life, nothing, nothing, just nothing. No news to watch or to listen to. You know, it's a very boring life inside there. Very boring life. Everybody inside the camp tries as much as possible to make life meaningful for themselves. To make life okay for themselves. That's all. Eating, sleeping. It makes me crazy. I'm thinking all the day. Mein Mann versucht immer wieder Arbeit zu bekommen, richtige Arbeit. Aber sie geben ihm keine. Nur kleine Jobs im Camp Müll sammeln. Da bekommt er 2 Euro am Tag für 1 bis 3 Stunden. 16 Euro die Woche. Dabei sind wir schon viel länger als 6 Monate hier. Ab da kann die Ausländerbehörde Arbeit erlauben, wenn sie will. Aber sie will nicht. Im Camp sagen sie, wir bekommen keine Arbeit, damit sie in Deutschland sagen können, wir sind faul. Andere sagen, wenn die Deutschen sehen, wie gut wir arbeiten, dann ist es nicht mehr so leicht, uns abzuschieben. Ich glaube, beide haben recht. Am schlimmsten ist, dass unser Sohn Tae keine Ausbildung machen darf. Vor kurzem hätte er sogar eine Stelle gehabt. Er hat einen Tipp bekommen. Ein Bäcker sucht dringend Auszubildende. Er hätte Tae genommen. Aber die Ausländerbehörde wollte nicht. Tae bei der zentralen Ausländerbehörde, die ein Büro auf dem Gelände des Ankerzentrums hat. Ich möchte eine Ausbildung machen. Das ist nicht möglich. Aber ich habe eine Stelle gefunden. Eine Ausbildung ist nicht möglich. Aber wieso denn nicht? Ich möchte nicht länger auf Kosten des Staates leben. Du solltest dankbar sein. Aber ich bin doch dankbar. Ich mache alles, was Deutschland braucht. Deutschland braucht Bäcker. Darum möchte ich Bäcker werden. Wir meinen es doch nur gut mit dir. Du bist hier im Ankerzentrum und kannst jederzeit abgeschoben werden. Wir wollen dir keine Hoffnungen machen. Ich mache mir keine Hoffnungen. Ich will einfach was tun. Das ist nicht möglich. Laut Aufenthaltsgesetz dürfen Schutzsuchende nach 6 Monaten arbeiten, sofern sie nicht aus einem sogenannten sicheren Herkunftsland stammen. Äthiopien ist kein sicheres Herkunftsland. Die 2016 eingeführte 3+2-Regelung erlaubt es Geflüchteten, 3 Jahre eine dreijährige Ausbildung zu beginnen und 2 Jahre in einem Beruf zu arbeiten. Selbst dann, wenn der Asylantrag abgelehnt wurde. Die Asylberatung der Caritas Regensburg berichtet jedoch, dass seit Eröffnung der Ankerzentren noch keine einzige Ausbildungs- oder Arbeitserlaubnis erteilt wurde. Die 3+2-Regelung wird ignoriert. Die Ausländerbehörde argumentiert laut Caritas folgendermaßen: Man möchte den Menschen doch keine Hoffnung machen und einer Ausbildung zustimmen. What we really need, we want the government to
to give us to stay and to give us permit to work. We are not here for trouble or to make bad things. Since we came here, our money is not to rest, so let us to get money. We have hands, we have legs, we can work. I'm not complaining about food or about clothes. Just let us work. Ein Freund von Tae ist schon erwachsen. Er tut uns sehr leid. Seine Mutter, sein Vater und drei jüngere Brüder leben in München. Sie haben schon einen Schutzstatus. Er aber ist erst später nach Deutschland gekommen. Jetzt ist er im Camp in Regensburg und darf seine Familie nicht besuchen. Die Deutschen nennen das Residenzpflicht. Geflüchtete dürfen nicht aus der Stadt raus, wo das Camp ist. Seine Familie kann ihn aber auch nicht in Regensburg besuchen, weil wir im Camp keinen Besuch empfangen dürfen. Deshalb ist er oft sehr einsam. Die nächste Szene spielt in einem Zugabteil. Die Fahrt geht von Regensburg nach München. Der Freund von Taye und ein zufällig Mitreisender. Guten Tag. Guten Tag. Ausweis. Ich habe doch nichts gemacht. Ausweis. Aber warum denn? Ich sag es nicht noch einmal. Hier, bitte. Aha. Habe ich es mir doch gedacht. Ankerzentrum Regensburg. Sie wissen schon, dass Sie nicht in diesem Zug sitzen dürfen? Mein Vater hat Geburtstag. Er wird 60. Es geht mich nichts an. Mitkommen. Meine Familie hat schon Asyl. Ich noch nicht, weil ich später gekommen bin. Aber ich bekomme bestimmt auch noch Asyl. Ist mir egal. Mitkommen. Aber meine Familie wartet auf mich. Ich sag's nicht noch einmal. Bei nächsten Haltestelle werden Sie rausgeschickt. Und eine Strafe kriegen Sie auch. Wiederschauen. Wiedersehen. Residenzpflicht heißt, die Bewegungsfreiheit ist auf das Gebiet des Landkreises oder der kreisfreien Stadt begrenzt, in dem sich das Ankerzentrum befindet. Werden Geflüchtete außerhalb des zugewiesenen Bereichs angetroffen, zieht das Strafen nach sich. Geldstrafen und im Wiederholungsfall Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr. Auch der Asylantrag kann deswegen abgelehnt werden. Residence obligation to me, it doesn't promote integration. It doesn't promote integration. What's the essence on this? It supposes to be for the people to go out and to make contact to other people. That's what integration is all about. Not trying to lock people up in one place and you're making them not to feel the impact of the society where they are. I mean, there are so many activities that some people can do out there, but they can't do it because they are being kept in one place. To me, that doesn't make any sense. It doesn't make any sense. Ein Rechtsanwalt kostet sehr viel Geld. Wir bekommen nur 102 Euro Taschengeld im Monat. Damit kann man sich keinen Rechtsanwalt leisten. Ohne Rechtsanwalt hast du aber keine Chance, dein Asylverfahren zu gewinnen. Du hast ja schon fast keinen Mitrechtsanwalt. Und wenn du irgendeinen Fehler machst, dann kürzen sie dein Geld. Wer beim Abschiebetermin nicht da ist und danach wieder ins Lager kommt, bekommt nur noch 6 Euro im Monat. 6 Euro.
Bis Oktober 2018 haben wir 161 Euro bekommen. Dann aber haben sie gesagt, wir müssen in Zukunft unsere Kleidung mit Gutscheinen kaufen und haben uns weniger Bargeld gegeben. Ich glaube, die Behörden wollen nicht, dass wir mit unserem Geld machen, was für uns wichtig ist, zum Beispiel einen Rechtsanwalt bezahlen. Das Einkaufen mit Gutscheinen ist sehr schwierig und wir schämen uns auch deswegen. In einem Kleider-Discount an der Kasse. So, die Hausschuhe aus dem Angebot und eine Hose. Macht dann 36,50 Euro. Here, you see, I'm a refugee. To show I just have this Warengutschein. Schon wieder. Dann schauen wir mal. 34 Euro und 3 Cent. Ihre Sachen kosten aber 36,50 Euro. Geht nicht. I don't understand. What's the problem? Das Problem ist, dass du nicht Deutsch kannst. Das verstehst du auch nicht. Also dann nehmen wir die Hausschuhe weg. Du siehst Hausschuhe weg. Jetzt geht's. Jetzt sind es 29 Euro. Okay. Ausweis. Sorry? Ausweis. Hier steht, nur bei gleichzeitiger Vorlage eines Ankunftsnachweises, einer Aufenthaltsgestattung oder einer Duldung. Those are my papers. In Ordnung. Geht das da mal voran? Entschuldigen Sie bitte, bitte dauert es noch. Die aus dem Ankerzentrum machen immer so viel Arbeit. So, hier auf Warengutschein unterschreiben, dass Sie die Sachen bekommen haben. Jetzt muss ich noch unterschreiben. Und Stempel drauf. Dann machen Sie doch eine zweite Kasse auf. Entschuldigung, jetzt haben wir es gleich. So. Auf Wiedersehen. Shouldn't I get change? I mean, the Warengutschein is worth about 34 Euros and the trousers do cost only 29. Sie meinen Wechselgeld? Wechselgeld gibt's nicht. Steht auch hier. Eine Barauszahlung, auch eventuelle Restbeträge, ist nicht erlaubt. Sonst könnte ja jeder Asylant daherkommen, für einen Euro einkaufen und sich den Rest bar auszahlen lassen. Das hat schon alles seinen Sinn, gell? No Wechselgeld, niente. Auf Wiedersehen. Na endlich. Warengutscheine statt Geld auszugeben, ist für die Geschäfte ein großer Aufwand. Ebenso für die Behörden, die alle Warengutscheine überprüfen und abrechnen müssen. Und für die Schutzsuchenden natürlich sowieso. Der einzige Sinn, der hinter dem System erkennbar ist, ist der, dass Geflüchtete noch weniger Bargeld zur Verfügung haben. The truth is that sharing out coupons for clothes is trying to force people. It's like dictation. You're dictating people what they should get. This is where you have to go and buy these clothes. You know, there is no freedom. There is no freedom and it's just not fair. It's not fair, not fair. Viele Geflüchtete haben oft das Problem, sich eine ausreichende rechtliche Vertretung leisten zu können. Zwar heißt es im Grundgesetz, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Daher haben Geflüchtete Anspruch auf Prozesskostenhilfe. Aber bis diese gewährt wird, müssen Geflüchtete erstmal in Vorleistung gehen, was nur den wenigsten möglich ist. Außerdem ist die Gewährung von Prozesskostenhilfe keineswegs sicher. Vielen Rechtsanwälten ist das Risiko zu groß, eventuell kein Geld zu bekommen und sie übernehmen daher grundsätzlich keine Asylverfahren. They don't give you a lawyer. That's the problem now.
How to get the money? The government don't give you a lawyer. I thought the government gives you a lawyer. The money is big, you know, for the lawyer. Ich weiß, viele Deutsche sind auf unserer Seite, unterstützen uns, helfen uns. Trotzdem trifft uns die Feindschaft anderer Deutscher hart. Anderer Deutscher, die uns nicht kennen und die nichts wissen. Wir sehen die Feindschaft in ihren Blicken, die so hasserfüllt sind. Wir spüren sie, wenn unsere Taschen an der Kasse kontrolliert werden, die von Deutschen nicht. Wenn wir von der Polizei durchsucht werden, an der Bushaltestelle in der Albertstraße, vor allen Leuten wie Schwerverbrecher. Heute war Tae kurz im Ostpark. Er wollte nur friedlich in der Sonne sitzen. Ein Passant hat ihn angesprochen. Hey, was machst du hier? Ich bin aus dem Camp. Ich habe Asyl beantragt. Wo kommst du her? Aus Äthiopien. Äthiopien? Das ist gut. Geh zurück. Geh. Geh. Äthiopien ist gar nicht gut. Wir haben dort gehungert. Es gab jahrelang keinen Regen. Quatsch, da müsst ihr eure Länder bewässern und euch nicht hier von uns durchfüttern lassen. Ich will arbeiten, ich möchte Bäcker werden, aber ich darf nicht. Quatsch, Wirtschaftsflüchtling, Schmarotzer, geh, geh! Most of the German people are good, in my personal view. Thousands of people supported us during a demo in Munich. What were they saying? Stop deportations. We have to give work to asylum seekers. But some of German people are really, really behaving as racists, insulting and hating refugees. They are saying, why are you coming to Germany? Germany is for Germans. You have to go back to your home country. Ich kann bald nicht mehr. Ich muss ja nicht nur für mich selber sorgen, sondern auch stark für meine Kinder sein. Ich brauche Ruhe und Frieden und einen Lichtstrahl. Wie soll ich aber an einem Ort Ruhe finden, wo fast jede Nacht die Polizei kommt mit Hunden? Ich schrecke beim kleinsten Geräusch hoch, ich zittere am ganzen Körper. Mein Mann nimmt mich dann in den Arm, aber ich kann mich trotzdem kaum beruhigen. Immer wieder sehe ich die Bilder von der Flucht vor mir. Das Meer, Italien. Oft weine ich den ganzen Tag, bis Ayana nach Hause kommt. Dann nehme ich meine ganze Kraft zusammen, denn Ayana braucht mich. Ohne mich. Sie sagt oft so schlimme Sachen, die einer Mutter das Herz in zwei brechen. Sie hat keine Hoffnung mehr und schläft kaum noch. Ich durfte mit ihr deswegen zu einer Ärztin gehen. Es war eine gute Ärztin. Sie hat sich Zeit genommen. Das war ein Glück, denn viele Ärzte behandeln uns schlecht. Wir haben ja keinen Anspruch auf eine Versorgung wie die Deutschen, sondern nur bei starken Schmerzen und in Notfällen dürfen wir zum Arzt. Die Ärztin hat zuerst mich untersucht. Sie meinte, ich habe ein Trauma, ich brauche eine stationäre Behandlung. Aber das geht nicht, ich muss doch für meine Kinder da sein. Dann untersuchte sie Ayana. Die Ärztin schrieb, wenn es zu einer Abschiebung kommt, könne sie sich etwas antun. Das Gericht hat trotzdem eine Abschiebung genehmigt. Aus dem Arztbrief des Bezirksklinikums Regensburg über die 11-jährige Tochter.
Im Einzelgespräch zeigt sich die Tochter massiv belastet. Ihre Gedanken würden um nichts anderes mehr kreisen als die drohende Abschiebung und die damit einhergehenden Ängste vor der Zukunft. Die Ängste würden sich auch körperlich in Kopfschmerzen und Bauchkrämpfen zeigen. Auf Nachfrage berichtet sie, dass sie im Falle einer Abschiebung nach Italien oder Äthiopien lieber sterben wolle, als weiterleben zu müssen. Sie äußert, hier nicht sterben zu wollen. Dennoch habe sie konkrete Idee, wie sie ihrem Leben ein Ende setzen könne. Zum Beispiel, indem sie einfach aufhöre zu atmen oder sich von einem hohen Gebäude stürze. Dies wäre aus der obersten Etage der Flüchtlingsunterkunft möglich. Wenn sie die Schritte der sich nähernden Polizeibeamten und deren Hunde hören würde, würde sie versuchen zu sterben. Im Falle einer Abschiebung kann trotz der zum Gesprächszeitpunkt fehlenden Eigen- und Fremdgefährdung des Mädchens ein ernstzunehmender Suizidversuch nicht ausgeschlossen werden. Die Kindsmutter befindet sich ebenfalls in psychiatrischer Behandlung. Aus dem Ablehnungsbescheid des Verwaltungsgerichts Regensburg zum Antrag auf Aussetzung der Abschiebung. Die Antragsteller haben keine erheblich konkrete Gefahr aus gesundheitlichen Gründen glaubhaft gemacht, die nur bei lebensbedrohlichen oder schwerwiegenden Erkrankungen, die sich durch die Abschiebung massiv verschlimmern würden, vorliegt. Zwar führt der vorgelegte Arztbrief aus, dass im Falle einer Abschiebung ein ernstzunehmender Suizidversuch nicht ausgeschlossen werden könne, dies genügt jedoch gerade vor dem Hintergrund der klaren und glaubhaften Distanzierung von akuter Suizidalität zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht, um die beachtliche Wahrscheinlichkeit einer suizidalen Krise zu bejahen. Der Antrag wird abgelehnt, die Antragsteller tragen die Kosten des Verfahrens. Wir haben kein Vertrauen mehr zu niemandem. Zu wem sollen wir Vertrauen haben? Zu der Polizei, die uns abschiebt? Zur Security, die uns manchmal schlägt? Zu den Rechtsanwälten, die unser Geld wollen? Zu den Behörden, die alles tun, um uns wegzuschaffen? Zu den Ärzten, die uns bescheinigen, dass wir uns umbringen und trotzdem werden wir abgeschoben? Zu den Unterstützergruppen, die uns so gerne helfen würden, aber im Grunde nichts für uns tun können. Wir haben kein Vertrauen mehr, zu niemandem. Vor kurzem starb hier eine Frau aus Nigeria. Sie hatte 3 kleine Kinder. Sie war am Nachmittag vorher bei einem Arzt gewesen. Der hat ihr eine Spritze gegeben, und am nächsten Tag war sie tot. Wir waren geschockt und wollten zu ihr, um zu beten. Aber die Polizei hat uns weggeschickt. Uns wurde nichts erklärt, uns wurde nicht gesagt, warum sie die Kinder mitnehmen, ob sie an einen guten Ort kommen. Wir wollten uns von der Frau einer von uns verabschieden und haben uns gewehrt, dass sie sie einfach wegtragen. Und dann kam immer mehr Polizei. Die Polizisten waren sehr grob und wollten immer noch nicht reden. Warum auch? Wir sind ja keine Menschen. Wir sind ja nur Tiere. Tiere sollen kuschen. Aber was ist denn der Unterschied zwischen uns? Wir sind doch alle Menschen. Wenn ich meine Haut aufschneide, ist mein Blut rot. Wenn du deine Haut aufschneidest, ist dein Blut rot. Wir sind alle gleich. Irgendwann hat die Polizei dem Vorschlag der Security zugestimmt,
dass wir den Sarg bis zum Leichenwagen tragen dürfen. Das wurde uns erlaubt. Journalisten waren auch da, viele Journalisten. Kein einziger hat uns gefragt, warum wir so empört sind. Alle haben nur mit der Polizei geredet. Wir haben auch kein Vertrauen zu den Journalisten. Der beschriebene Vorfall ereignete sich am 11. Mai diesen Jahres. Geflohene stellten uns Aufnahmen des Geschehens zur Verfügung. Bis heute ist noch nicht aufgeklärt, warum die Frau starb. Die Kinder sind in der Obhut des Jugendamtes der Stadt. Kinder! Another negative thing is the police. Every time the police terrorize. Police is terror. They treat refugees as criminals. Even they come with dogs. Sometimes you feel like in a war zone. The police is terror. If they come to deport you, your heart will break into two. Humanity is dead in Europe. It's a shame. Christianity is nowhere to be found. Nun ist es soweit und es ist schlimmer als in unseren Albträumen. Wir werden nicht gemeinsam abgeschoben. Nur mein Mann soll zurück. Vor wenigen Tagen kam der Bescheid. Heute ab 3 Uhr soll er sich bereithalten. 3 Uhr in der Früh. Wir alle weinen und halten uns an den Händen. Papa, bleib da, jammert Ayana. Ich fühle mich so schuldig. Warum kann ich meine Tochter nicht glücklich machen? Jetzt ist es schon hell. Schon nach 7 Uhr. Ob sie doch nicht kommen? Der Bescheid war sicher ein Fehler. Sie haben den Fehler gemerkt. Sie werden sich entschuldigen. Sie werden nicht kommen. Deutschland ist eine Demokratie, die nimmt Kindern nicht den Vater weg. Ich höre etwas. Hundegebell, ich sterbe. Die Schritte kommen näher. Laute Schritte. Die Polizei. Nein, ihr dürft mir meinen Mann nicht wegnehmen. Nein, das dürft ihr nicht. Sie stoßen mich weg, sie trennen mich von meinem Mann. Ayana und Taye schreien, wir schreien alle. Die Polizei stößt uns weg. Jetzt setzen sie meinen Mann in das Auto. Nein, das dürft ihr nicht. Lasst meinen Mann da. Nehmt uns auch mit. Bitte, nehmt uns auch mit. Ich werfe mich vor das Auto. Sollen sie mich doch überfahren. Es ist alles gleich. Ich bin sowieso schon tot. Mir wird schwarz vor den Augen. Mein Mann, meine Kinder. Dann höre ich nichts mehr. Die Frau kollabierte und wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Entsetzen der Geflüchteten im Hof des Ankerzentrums war groß. Sie solidarisierten sich mit der Familie und traten der Polizei wütend entgegen. Trotzdem wurde der Mann zum Flughafen München verbracht. Dort hat er sich jedoch so erfolgreich gewehrt, dass die Abschiebung abgebrochen werden musste. Er wurde nach Ingolstadt verlegt,
Am gleichen Nachmittag wurden auch seine Frau mit seinen Kindern dorthin transportiert. Offensichtlich mit dem Ziel, weitere Solidarisierungsaktionen in Regensburg zu verhindern. I don't have any dream. I'm a prisoner. Just eating, sleeping. I don't have a dream because I live in prison. I only think about how to survive. I will wait till God comes and takes me. I don't want to hurt myself. My responsibility is to live. I don't have the right to decide about my life. So I can only live without a dream. Just live.